Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ich spiele heute mal wieder War of the Worlds. Und jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich stehen geblieben bin. Wir starten einfach mal hinein und schauen einfach mal, was passiert. So, mal wieder ist eine Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal gezockt habe. Jetzt muss ich mich wieder ein wenig orientieren, wo ich hin muss, wer ich überhaupt bin und solche Dinge halt. So, fangen wir mit der Kiste hier an und sammeln das einfach mal hier auf. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Genau, ich bin hier von links gekommen, da so rüber gejumpt irgendwie, da so hoch, genau. Und jetzt denke ich mal, jetzt muss ich hier runter. Ja, dann springe ich einfach mal auf diese Kiste hier, würde ich sagen. Mal schon mal weiter. Muss ja so ein bisschen einladen. Anti-Air-Kanone? Habe ich es gerade richtig gelesen? Was zum Geier ist eine Anti-Air-Kanone? Okay. Schauen wir uns mal das Ding an. Anti-Air. Was könnte das sein? Gegen die Luftkanone. Ganz frei übersetzt. Kann man damit irgendetwas machen? Mit der Anti-Air-Kanone? Okay. Schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Vielleicht haben wir ein Pflänzchen hier. Gut, hier kann man drauf. Ja, da oben ging irgendwie nicht. Oder ich bin falsch gesprungen. Das kann auch sein. Was haben wir hier für eine geheimnisvolle Ecke? Hier wird doch wohl irgendetwas liegen. Ja, geht doch. Liegt da noch was? Ja, herrlich. So, dann schauen wir mal weiter. That's behind that wall. That's behind the wall. Okay. Es ist hinter dieser Wand. Was auch immer. Irgendetwas ist hinter dieser Mauer. Behind the wall. Die. Ich glaube, ich gehe lieber nicht rein, weil ich möchte heute noch nicht deinen. Ja, her damit. Wer das nochmal? So, so, so. Und ja, schauen wir mal hier drauf. Don't believe. Don't believe. Oh yeah. Okay. Da liegt ja noch was für mich. Und noch was? Gut, ich muss bestimmt irgendwie da drauf, schätze ich mal, und dann irgendwie über die Mauer vielleicht. Oder da drauf und dann auf das Gerüst. Irgendwie so etwas. Eine kleine Jump-Challenge bestimmt. Nur, wie komme ich da drauf? Hier geht's nicht hoch. Da geht's nicht hoch. Da geht's nicht hoch. Ich könnte mal probieren, auf die Kiste zu springen. Weil da wäre nämlich ein Weg. Auf die Kiste und dann auf den Balkon vielleicht. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Oder ich springe nicht von da, sondern von da. Okay, ich probiere erstmal noch einmal von hier zu springen. Schön, genau bis an die Kante. Okay. Versuchen wir das Ganze nochmal. Dann diesmal mitgreifen. Also mit X.
Das hatte ich ja gerade schon probiert. Also mit X ging das vorhin nicht. Ja, vielleicht habe ich auch noch zu spät gedrückt. Kann natürlich auch sein. Ich würde sagen, Versuch macht klug. Also näher geht nicht. Und X. Ja. Na, habe ich vorhin wohl zu spät X gedrückt. Nein, das sollte ja Lara schaffen. Okay, es wird sehr spannend. Stacheldraht. Irgendetwas wollte mich jetzt angreifen. Nicht mit mir, du. Noch jemand ohne Fahrkarte? Ja, okay, okay, okay. Erstmal einsammeln hier. Was wir haben, das haben wir. Okay, schauen wir uns mal wieder ein bisschen die Bildchen an. Haben wir eine Katze? Haben wir ein Kätzchen? Ich glaube, da hat der Programmierer seine Katze verewigt. Okay, hätte ich auch gemacht. Jetzt nur mit Hunden gemacht, aber das ist nur so am Rande erwähnt. Ja, da soll ich doch hochkommen, ne? Aber bestimmt nicht so, sondern mit so einem Spezialschwung. Etwa so vielleicht. Okay. Okay, okay, okay. Wie war das noch? Einfach kann ein jeder, ne? Geballte Kreativität ist gefragt. Nee, so auch nicht. Komisch. Ja, rückwärts kann der Lara nicht springen. Okay. Und nu? Haben wir irgendetwas zum Hin- und Herschieben? Nicht so wirklich. Okay, ich bin ein wenig überfragt. Ich gebe es ja zu. Aber irgendwas muss die Schräge doch hier zu bedeuten haben. Ah! Ah! Ich glaube, so kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Das sah doch schon gar nicht mal so gut aus. So, ich gehe nochmal bis vorne hin. Einen Schritt zurück. Jump. Ja, ja, ja. Das war das Geheimnis. Genaue Position. Aha, aha. Kann man das wegschießen? Das ist einfach nur ein Hinweis, dass man hier hoch soll. Ach, da. Okay. Schauen wir so ein bisschen um. Ja, ist nichts Wildes. Sagen wir mal. Ah, ja. Ich glaube, es kommt wieder der Moment im Leben, in dem ich abspeichern werde. So, ich bin schon wieder hier ganz voll. Wie speichere ich das ab? Ich mach mal wieder von unten. Speichern wir den. Safe. So. So, wie komme ich hier wieder raus? Escape. So, schauen wir uns hier ein bisschen um. Ah, herrliche Grafik hier. Eine tolle Übersicht. Ich muss sagen, das Spiel ist und bleibt ein Traum. Macht doch Spaß beim Zugucken. Oh, ich wusste es. Gut, dass ich abgespeichert habe. Also, ich muss, glaube ich, vorher loslassen. Ich schaue mich darum ein wenig um. Genau. Ich muss bestimmt vorher loslassen. Ich habe da vorhin geguckt. Da hatte ich mein Adlerauge noch nicht an. Ah, bestimmt auf die rote, auf den roten Container. Ich ziehe nochmal eben meine Waffe, sieht man das vielleicht besser. Genau.
Hier muss ich bestimmt landen. Okay, kein Problem. Eins, zwei, drei. Okay, bei zwei hätte auch gereicht. Und bist du tot? Nee, bist aber runtergefallen. Okay, zählen wir diesmal bis zwei. One, two, los. Oh, immer noch ein bisschen spät. Ja, fallen wir runter. Ja, okay. Ich habe heute mal ein bisschen langsam gezählt, muss ich dabei sagen. Ja, und du? Ich würde sagen, auf diese Kiste. Oh. Okay, nochmal. Ich weiß, dass es geschieht, keine Frage. Aber dafür hat man ja Speicherpunkte, ne? So, ich spiele das jetzt nochmal, weil ich meine ganze Munition behalten möchte. Ich weiß, das ist wieder gescheatet. Na, wo ist er denn? Komm, störe ich mal schön in Position. Dass ich das auch richtig sehe, wie er explodiert. Ich möchte das volle Vergnügen. Bitte. Danke. Ehrlich. So gefällt mir das. Dann springen wir mal hier wieder rüber. Lara! Böse Falle. Böse Falle. Was haben wir hier Schönes? Nichts für mich. Nichts für Lara. So, nu? Darüber? Darüber? Das soll gehen? Okay, versucht, macht klug. Tatsächlich, funktioniert. So, möchte noch jemand etwas? Okay, okay. Darüber geht wohl nicht. Das Fenster ist zugemauert. Können wir dich aufschießen? Na, ich weiß nicht. Was soll ich hier? Was soll ich hier? Seht ihr das? Oh, Lara hakelt wieder. Ah, schläf mal genau in die Kante. Oh, ich mag solche Sprünge nicht. Ich muss nur mal speichern, das geht nicht anders. So, dann probier's einfach mal aus. Ich stamp einfach mal hier rüber. Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe einfach nur X gedrückt gehalten. Hat funktioniert. Und nu ist guter Rat wieder teuer. Aber da geht's ja wieder zurück, da komme ich ja her. Es sei denn, ich springe hier durchs Fenster. Aber erstmal Waffenwechsel. Wollen wir nicht übertreiben hier. Okay. Aha. Okay, okay. Ein Stein, ein Seil. Was
Was haben wir da links noch? Eine Kiste, ein Feuer und noch eine große Kiste. Ja, dann gehen wir mal auf die Kiste drauf. Interessant, aber nur, was soll der Stein bewirken? Er fällt runter. Okay, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ups, sah gar nicht so tief aus. Oh, oh. Ups, noch eine. Kommt her. Ich bin Silara, kein Problem. Ich glaube, ich brauche eher Munition mittlerweile. Das wäre ein bisschen besser. Oh, noch eine. Okay. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Hey, kann man schon mal hoch. Komm, wir gehen mal nach oben. Ups. Ja, dann gehen wir so hoch. Ist ja kein Problem. Und gehen wir da hoch. Ups. Ah! Ja, passt. Und nu? So, da hätten wir den Stein immer noch und da hätten wir noch eine Plattform. Genau. Ich spinne mal ein bisschen rum. Ich springe auf die Plattform. Dann lache ich Messer. Schneide das Seil durch. Und... Oh, nö. Und der Stein fällt runter. Wofür das auch immer gut sein soll, keine Ahnung. Aber das könnte man ja mal ausprobieren. So, nur wie komme ich jetzt hier drauf? Aus dem Stand vielleicht? Aus dem Stand auch nicht. Hm. Ups. Ja, ein Fehler, okay. Na. Ja, vielleicht muss ich auch genau an der Kante stehen. An der höchsten Stelle. Noch ein bisschen nach links. Ein bisschen nach... mit Anlauf? Okay, warum mit Anlauf? Aha. Mit Anlauf und kein X drücken. Ah, ja. Verstanden. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Man muss kein Messer nehmen. Ist klar, Lara hat, glaube ich, auch kein Messer. Man nimmt die Fackel. Aber die Idee war ja als solches schon gar nicht mal so schlecht. So, dann machen wir das mal. Die gute Fackel. Wo haben wir sie? Zack, zack. Da war sie doch. Nein, das war das Brecheisen. Und hier wäre die Fackel. Ah, noch einen Schritt näher. Kann nur nicht verbrennen, Lara. Das wäre nicht schön. Ich liebe es, wenn Lara ihre Fackel trägt. So, wie komme ich... Ah, jetzt muss ich aus dem Stand springen. Okay. Ah, eins zurück. Genau das gleiche mache ich jetzt hier auch. Glaube ich, zu schräg, ne? Ah, es hat funktioniert. Aber nur jetzt fällt der Lara vielleicht runter, oder? Egal, mal schauen, was passiert. Der Stein fällt. Upp. Und was soll das bringen? Der Wasserpegel ist gestiegen, vielleicht. Komisch. Ja, ich denke mal, jetzt geht es wieder runter. Beziehungsweise, ich denke mal, jetzt muss ich eine Runde tauchen. Aber der Stein blockiert doch jetzt alles, oder? Okay. Die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. Und tschüss. Einmal speichern. Sagen, hinein ins Vergnügen.
aber knapp. Ja, jetzt liegt hier ein Stein, ne? Was soll das bringen? Na gut, ich habe natürlich vorher nicht abgescheckt, ob man hier hätte durchschwimmen können. Vielleicht hat der Stein ja irgendetwas in Bewegung gesetzt. Gehen wir davon mal aus. So, Munition. Munition ist immer gut. Gerade in meinem Fall. Da ich nicht so der super Schütze bin. Aber ich noch ein bisschen was? Ein bisschen wenig für mich. 9 Schuss. Oh, Katzene. Jetzt wird's lustig. I'm not sure if somebody's listening. I found the medical pavilion, but the whole building is in ruins. Don't go there. I'm on the track of something important. Danger of death. Military area. Sounds good to me. Danger of death. Oh, das wäre das Richtige für mich. So, von wo bin ich gekommen? Von da, denke ich mal. Da schwimme ich jetzt aber nicht zurück. Schau mich mal hier noch ein bisschen um. Ich habe schon lange kein Secret mehr gefunden. Bestimmt bin ich wie immer dran vorbeigelaufen. Vielleicht habe ich mal hier ein Secret. Könnte ich auch mal die Taste V drücken. Aber hier hätten wir schon mal so ein paar Kisten. Schon mal irgendwie ein Hinweis. Oh, oh, oh! Danger of Death! Aber für ein Wildschwein brauche ich ein bisschen was anderes. Komm her! Komm her, du Sau, du! Ha! Nicht mit mir, du! Hier die andere Pistole. Wie war das nochmal? Taste 4. Ups. Dann soll ich sie wegpacken. So. Oh, oh, oh. Haben wir nix? Keine Pflanze? Nix? Ah, da, 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 da. Da blinkt doch was. Da blinkt was. Damit. Ja, gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Bevor ich da reingehe, in die Area des Todes, schauen wir uns doch mal hier so ein bisschen um. Kann man nicht hier so ein Fenster einsteigen? Ich bin noch ein wenig verunsichert, ob ich da jetzt reingehen soll oder nicht. Oh, 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 oh. Okay, speichern. Versuch, mach klug. Ja. Okay, das Level ist beendet. Okay, the next level begins. Energie geht noch. Tor ist schon mal zu. Oh, kommt da jemand? Ah, man weiß ja nie. Okay. Was haben wir denn da? Okay, 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 verstanden. Ewig wusste ich's. Die geht bestimmt aus, auf, und dann kommen ganz viele böse Menschen, die mich nicht leiden können. Okay. Ich habe verstanden, ich muss an der Kurbel ziehen und ich muss durchs Tor. Aber der direkte Weg scheint nicht zu funktionieren. Hier hätte schon was zum Öffnen. Laras Art. Aha, was haben wir denn da?
Ja, da habe ich doch was entdeckt. Ha! Cool. Aber bevor ich da hochgehe, schauen wir nochmal nach, ob wir das hier öffnen können. Nee. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Dann würde ich sagen, hinein. Mit Vergnügen. Nichts? Was ist das denn? Ach, da kann man weiterkriechen. Okay. Dann machen wir das mal. Riecht das? Ah, nur so Gerümpel. Ich brauche was Richtiges, was Handfestes. Oh. Wie kann ich denn jetzt eine Waffe? Okay, ich muss einfach nur schneller sein. Lauf! Wo bist du? Hey, du warst aber jetzt gemein, du? Kannst du mir doch nicht einfach jetzt hier pieksen. Okay, okay. Hier kann man schon mal stehen. Ich hab erst gedacht, man müsste komplett durchkriechen. Aha. Wo ist das Geheimnis? Ein Geheimnis ohne Inhalt, oder wie? Ja, das ist aber gemein jetzt hier. Hier ist nichts. Das kann doch nicht sein. Nicht zum Einsammeln? Für die Statistik habe ich jetzt ein Geheimnis gefunden. Das kann doch nicht sein. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ah, im Wasser. Okay, ich habe schon gedacht, ich bin doch nicht hier für Lulu reingegangen. Riecht hier vielleicht noch was? Einmal umdrehen. Nö. Na, dann gehen wir zurück. Warte, man kann ja auch irgendwie eine Rolle machen. Wie war das nochmal? Geht nicht. Irgendwie kann Lara auch eine Rolle machen. Aber irgendwie will sie nicht. Komm, schau dich hin. Ja, noch Meter, noch Meter. Jetzt aber, komm. Danke. So, wo muss ich hin? Dann nehmen wir diesen Ausgang. Gut. Ich wundere mich gerade, warum Lara keine Rolle gemacht hat. Aha, geht doch. Jetzt machst du eine Rolle. Warum hast du gerade keine Rolle gemacht, Lara? Das ist aber jetzt gemein von dir. So, wie geht's weiter? Erstmal den Stromkabel folgen. Zack. Altbekannte Schalter. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Energie. Thank you.
Nee, von hier bin ich hier gekommen. Von hier bin ich gekommen. Hier laufe ich nicht mehr zurück. Keine Lust so. Aber irgendwie muss ich doch jetzt eine Tür geöffnet haben. Vielleicht die hier? Also ich habe den Schalter betätigt. Dann hat sich meines Wissens etwas geöffnet. Das ist guter Rat, teuer. War ich hier schon? Ah, ich... Zumindest war ich hier noch nicht. Merkwürdig. Gut, ich kann ja mal hier auf die Kiste gehen. Vielleicht bringt das ja was. Munition, ja, Munition ist immer gut. Komisch. Oh, Fotos. Fotos. Aha. Da hat doch jemand seine Family verewigt. Mit Sicherheit. Gut. Okay, vielleicht muss man auch noch schnell genug sein. Neue Schalter ist jetzt wieder oben. Die beiden Stromkabeln gehen natürlich woanders hin, aber ist egal, ich probiere es trotzdem mal. Wenn ich hier einfach wieder hochjumpe. Also die Tür auch nicht. Und hier oben ist auch noch eine Tür. Komisch, komisch, komisch. Oh, war ein bisschen hoch. Was ist, wenn ich einfach mal hier gegen schieße? Ja, einen Schuss kann man ja mal investieren. Ja, lieber noch einen Schritt zurück. Okay. Aber gebracht hat das nichts. Ah, doch. Hier rein. Cool. Jetzt könnte ich ja den Generator mal. Jetzt brauche ich bestimmt wieder Sprit. Ah, ich hab noch was. Cool. Ja, ich hab verstanden. Da oben ist ja noch was. Nur für mich. Ein Döschen. Okay, eine Konserve. Beziehungsweise zwei. Schmetterlinge. Okay, die werden ja wohl lieb sein, ne? Hier ist auch ein Schalter. Auch einfach mal betätigen. So. Keine Ahnung, warum es jetzt auf einmal ging, aber es ging. Manchmal muss man einfach hartnäckig sein. C1 öffnet sich und die Heavy Door öffnet sich auch in C10. Gut. Wo gehen wir zuerst rein? In C91. Well, das war mal wieder falsche Taste gedrückt. Nö, die.
oben ist C10. Okay, das ist vielleicht nur der Ausgang. Vielleicht. Schauen wir uns mal C10 an. C1. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, komm. Na, noch jemand hier? Ha, erwischt. Ein Pülleken. Ein Pülleken Schnaps ist immer gut. Okay. Und nu? Okay. Das kann man bestimmt hin und her schieben. Ja, dann schieben wir das mal eine Runde, ne? Ja. Das sah doch schon sehr verdächtig hier aus. Schiebt es mal noch einen weiter. Kann ich es noch weiter schieben? Ne, noch weiter kann ich es gar nicht schieben, ne? Ja, vielleicht geht es auch so. Ja. Okay, eine Tür. Bam! Herrlich. Da muss doch was liegen, ne? Ja komm, Lara, heb's schon auf. Na, hier könnte ich runter. Genau, und hier unten? Nee, doch nicht. Hä, wo bin ich hier? Komisch. Ja, komm, gehen wir mal hier runter. Oh, ja, komm. The water is too low to get across. Water is too low? Von der Temperatur too low? Oder... How do you mean? Ein geheimnisvolles Shelter.